Deshalb sind ja die nennen sich ja inzwischen Psychokardiologen. Und die, wenn die da irgend so einen Patienten haben, der das dritte Mal kommt mit einem Verschluss und den sie da mit einem Stent oder sowas reparieren sollen, dann schicken die den tatsächlich in eine psychotherapeutische Einrichtung, damit der mal irgendwie auf die Idee kommt, seine gestörten Beziehungen, meistens Partnerbeziehungen oder Elternbeziehungen zu ordnen. Das bringt mich gerade auf dieses Bild hier. Wenn du dieses Bild siehst, da ziehen so zwei an dem Seil und stemmen sich dagegen. Wie würdest du das, was du gerade sagst, auf das Bild übertragen? Ich würde die Arme, die das Seil halten, auf die präfrontale Rinde bauen, weil das ist niemals das ganze Gehirn, was das macht, sondern das sind ja nur die Vorstellungen, die wir haben, und die sind als komplexe Vorstellungen der präfrontalen Rinde verankert. Die dienen uns dazu, unsere Handlung zu planen und uns in einer bestimmten Weise in der Welt zu bewegen. Also die Vorstellungen bestimmen im Grunde genommen unser Denken, Fühlen und Handeln. Und dann würde ich auch in diesem Bild noch ein bisschen deutlicher herausarbeiten, dass dieser präfrontale Kortex, dass das relativ wenig ist. Also ich mache es manchmal ein bisschen lächerlich und sage, wenn man das rauskratzt, das sind zwei Esslöffel. Zwei Esslöffel bestimmen sozusagen, was in meinem ganzen Körper und dann auch noch in meinen Beziehungen zu anderen Menschen passiert, weil in diesen zwei Esslöffeln diese, nennen wir es mal so deutlich, wie es ist, oftmals sehr bescheuerten Vorstellungen stecken, mit denen ich herumlaufe und wo ich denke, so muss es werden und das ist richtig und das andere ist alles falsch und das muss ich jetzt durchsetzen, und mit dem Ergebnis, dass ich dann gegen mein eigenes Herz, also gegen meinen eigenen Körper und gegen das, was ich eigentlich als Teil meines eigenen Eingebundenseins und meines Geborgenseins in dieser Welt brauche, ankämpfe. Das ist übel, ja. Hier ist jetzt der präfrontale Kortex noch etwas deutlicher aktiviert. Genau. Ja. Aber der ist jetzt in einer angenehmen Weise aktiviert, weil hier hat die betreffende Person in seinen zwei Esslöffeln präfrontaler Rinde offenbar eine Vorstellung, die ihr hilft, sich sozusagen mit dem eigenen Körper und dann auch mit dem, was in der äußeren Welt stattfindet, zu verbinden. Da geht es nicht mehr darum, sich selber zu retten mit seiner Vorstellung und dabei alles andere kaputt zu machen, sondern da geht es darum, was diese Person wohl offenbar diese Erfahrung gemacht hat, die ja, das ist ja das Interessante, die Anfangserfahrung von uns allen ist, wenn wir ins Leben gehen, nämlich, dass man mit dieser Welt verbunden ist und mit dem eigenen Körper aufs Engste verbunden ist. Also es ist ja eigentlich eine furchtbare Geschichte, dass das, was am Anfang total richtig war und wie die Kinder sich auf den Weg machen, mit dieser ganzen Unbefangenheit, mit dieser Leichtigkeit, mit diesem ständigen spielerischen Ausprobieren, wie etwas geht, ohne Vorbehalte und meistens auch ohne Angst, wenn die Eltern nicht ankommen und ihnen Angst machen. Das ist ja alles mal ursprünglich da gewesen. Wir müssen ja eher darüber reden, wie denn das möglich ist, dass eine Kultur so sich herausbildet, dass wir die Kinder dazu erziehen, das alles voneinander abzutrennen. Also ihr Denken, Fühlen und Handeln müssen sie voneinander trennen lernen. Und damit haben wir das, was du da in dem Bild gezeigt hast, dass da plötzlich die präfrontale Rinde mit irgendwelchen Vorstellungen, die man vielleicht von Papa oder Mama übernommen hat oder die man als Lösungen von anderen Kindern übernommen hat oder die man in den digitalen Medien gefunden hat, dann mit diesen Lösungen rasen die dann los. Und das ist, da hat sich sozusagen die präfrontale Rinde mit dieser dort abgespeicherten Vorstellung verselbstständigt. Und wie weit das führen kann, das ist ja auch spannend. Am Ende kann das so weit führen, dass sich jemand aus Liebeskummer vom Hochhaus stürzt. Nur weil er diese Vorstellung hat, dass er ohne diese Frau nicht mehr leben kann. Das ist eine nackte Vorstellung. Ein halbes Jahr später wäre das ganz anders. Der hätte vielleicht schon längst wieder eine neue kennengelernt. Aber nein, diese Vorstellung bringt den ganzen Rest des Hirns, obwohl der ganze Rest des Hirns ständig ruft, mach's nicht, mach's nicht. Nein, das setzt sich darüber hinweg, es setzt sich über den ganzen Körper hinweg und der springt darunter. Da kriegt man mal eine Vorstellung, wozu Menschen in der Lage sind. Und es sind nicht die Menschen, die dazu in der Lage sind. Es sind die in ihrem Hirn tief verankerten Vorstellungen, mit denen sie sich so identifiziert wären, als wären sie ein Teil von ihnen. Also Menschen Ja, und hängen der an Blick ihren wird Vorstellungen wie immer ein enger und Körperteil. fokussierter darauf. Ne? Und dann bin ich in dieser Adrenalin-Dominanz, nicht? Du sagtest eben, in dem Katecholamin-Dschungel dann gefangen. Und
Das ist auch etwas, wo ich jetzt so als Ganzheitsmediziner so einen Ausweg versuche aufzuzeigen, Selbstheilungs-, also Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Selbstheilung besser gelingen kann, indem wir zum Beispiel über chinesische Akupunktur den Überdruck, nicht, diese Überspannung rauslassen, auf der anderen Seite mit Infusionen, die den Vagusnerv stärken, die den Parasympathikus stärken, dass wir diesen Dingen mehr Wertigkeit geben, Patienten hier unterstützen und das Ganze begleitet natürlich mit Meditationstechniken, mit Entspannungstechniken, mit Gesprächen, die den Leuten helfen, sich ihrer Einzigartigkeit wieder bewusst zu werden und zu erkennen, dass doch bereits alles da ist und wir gar nicht so viel da draußen brauchen, sondern alles in uns finden können. Und dazu braucht es natürlich, wie du anfangs sagtest, ein Innehalten. Und alles, was jetzt, was wir so an Worten haben, ne, du hast ja mit Remo auch mal gesprochen, Maitri, ne, die Freundlichkeit, das Wohlwollen, die Dankbarkeit. Gerade Dankbarkeit ist ja auch etwas, was den Parasympathikus sehr stärkt und was auch Ausdruck dieser entspannten Fülle ist, diese Herzenskohärenz. Und das finde ich so spannend, dass du auch diese Herz- und Hirnkohärenz auch immer wieder beschreibst. Und wenn es uns hier gelingt, in Einklang zu kommen, dass dann einem erfüllten, sinnerfüllten Leben gar nicht so viel im Wege steht, wie wir eigentlich glauben. Ja, und das Einzige, was ich da anzumerken hätte, ist eben, dass das nicht darum geht, jetzt einen Zustand zu schaffen, der neu ist, sondern dass man einen Zustand wiederfinden muss, den man mal hatte und den man leider oftmals sogar schon sehr früh verloren hat, weil man in eine Gesellschaft hineingewachsen ist mit Eltern, mit Lehrern, mit Gleichaltrigen, mit Geschwistern, die es fertiggebracht haben, einem das Gefühl zu vermitteln, dass man so, wie man ist, nicht richtig ist. Und dann musste man sich anstrengen und hat versucht, so zu werden wie die. Und man hat sich umgeguckt, wie das andere machen und hat dann deren Muster übernommen, hat das dann eingebaut, hat dann, das geht ja auch in einer schrecklichen Geschwindigkeit, und dann hat man gemerkt, das funktioniert, und dann hat man in der Schule sich angestrengt und dann hat man Abitur mit 1,0 gemacht und dann hat man Medizin oder irgendwas studiert und hat sich nie wieder gefragt, ob man überhaupt jemals in seinem Leben Arzt werden wollte. Und dann stellt man irgendwann fest, dass man in dem Beruf völlig unglücklich ist und dann entdeckt man mit 50, dass man doch eigentlich viel lieber Geige gespielt hätte oder was anderes gemacht hätte. Und da ist die große Kunst, dass dann manche Menschen zur Besinnung kommen, sich wieder mit sich selbst verbinden und dann tatsächlich einen Aufbruch wagen und diese Fesseln, die sie sich selbst angelegt haben, sprengen. Das nenne ich immer, das ist der Versuch aus einer, oder das ist dann der Weg aus einer Verwicklung, in die man geraten ist, oder ich würde sagen, die man sich selbst ins Hirn gebaut hat, herauszukommen. Und Und dann da in die komme ich Entwicklung zu gehen. Plötzlich dahin, dass ich dann sagen muss, okay, wenn man sich von einer Verwicklung endlich befreit, dann heißt das, was da passiert, Entwicklung. Ja, Wahnsinn. Dann haben wir plötzlich ein völlig neues Verständnis von jemandem, der zum Beispiel behauptet, er sei Personalentwickler. Da habe ich kürzlich so jemanden getroffen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja wunderbar. Und von welchen Verwicklungen wollen Sie Ihre Mitarbeiter befreien? Und da habe ich gemerkt, nee, die verstehen ja unter Entwicklung, dass Sie den Mitarbeiter nach Ihren Vorstellungen gestalten. Und da merkt man, wie schräg das alles ist und wie weit wir noch weg sind von einem tieferen Verständnis Ja, du hast ja an dem, einer was Stelle uns so schön Menschen so gesagt, gemacht von hat. der Würde, nicht? Die Würde, wenn es einem Menschen gelingt, seine Würde wiederzufinden, dann kann er auch seinen inneren Kompass neu ausrichten. Das ist genau der Punkt, wo ich als Arzt auch meine Aufgabe sehe, wenn Patienten hier für eine Woche oder für 2 Wochen zu mir in Stein oder Meer kommen, ihnen genau in diesem Sinne Unterstützung zu geben, diesen Ankerpunkt in sich wiederzufinden, diesen Safe Point, nicht? Diesen berühmten Punkt, um den sich alles so als Ausgangslage drehen könnte, diese innere Verwurzelung in sich selbst, von der aus ich dann neu starten kann und mit neuem Mut dann die Dinge anpacken kann, die ich mich vorher nicht getraut habe und dann eben mit 55 doch schon kündige oder spätestens mit 60, um meinen Herzensangelegenheiten wirklich den Raum zu geben, den sie brauchen, damit ich lange und erfüllt, ja, in guter Beziehung mit anderen Menschen leben kann. Ja, und das kannst du,
weil du, das sieht man ja hier auch, ein Mensch bist, der sehr einfühlsam ist und dem es gelingt, den Klienten oder den Patienten, also dein Gegenüber, nicht zum Objekt zu machen. Also du machst ihn nicht zum Objekt deiner Bewertungen, deiner Vorstellungen, deiner Belehrungen oder deiner Maßnahmen und Behandlungen, sondern du versuchst mit ihm, wie wir das so sagen, in Augenhöhe zu reden. Das heißt, du versuchst eine Begegnung hinzubekommen zwischen zwei Subjekten. Und dann wissen wir ja alle, dass es eine ganze Reihe von Untersuchungen gibt, die dann immer wieder fragen, was ist denn eigentlich das, was hilft beim Doktor? Und das, was da immer wieder rauskommt, offenbar zum Ärger der meisten, es ist die therapeutische Beziehung. Die macht es dann. So, die therapeutische Beziehung heißt aber nichts anderes, als dass ich den anderen nicht mehr, dass ich dem anderen, meinem Gegenüber, das Gefühl gebe, dass er in seiner Einzigartigkeit und in seiner Subjekthaftigkeit gesehen wird. So, und weil ich dann gemerkt habe, dass viele Leute mit diesem Begriff Subjekthaftigkeit Mühe haben, habe ich dann nach einem anderen Wort gesucht. Und das richtige deutsche Wort, was wir extra dafür haben, heißt Würde. Ja, du siehst ihn in seiner Würde. Und er kann sich seiner eigenen Würde bewusst werden. So, und dann hat er eine Vorstellung von seiner Würde. Und dann passt er auch auf, dass da nicht wieder einer kommt und sie ihm verletzt. Und er wird auch darum bemüht sein, nicht die Würde anderer Leute zu verletzen. Also hier kommen wir auf eine ganz andere Ebene. Nur allein dadurch, dass es dir gelingt, aus diesem üblichen Schema zwischen Arzt und Patient, nämlich der Arzt weiß, wie es geht und der Patient hat das so zu machen. Er wird behandelt, er wird diagnostiziert. Da brichst du aus und gibst deinem Gegenüber das eigentlich seine Würde zurück. Das ist ja würdelos, wenn ich den anderen sozusagen untersuche, um ihm dann zu sagen, was ich bei ihm festgestellt habe. Ja, und da sind wir ja in einem großen Pharmaspiel drin, wo wir ja in besonderer Weise, und das haben wir ja zur Pandemiezeit besonders gesehen, wo ich dem Patienten seine Würde ja in einer Form abspreche, wie ich es noch nie zuvor, also wahrscheinlich in der Kriegszeit zuletzt, aber so lange habe ich das nicht mehr gesehen. Du hast kein Immunsystem, du bist so doof und wir bestimmen jetzt, was du nehmen musst, damit du hier überlebst. Also noch würdeloser, glaube ich, kann ein Staat mit seinen Menschen gar nicht umgehen. Aber das wird ein ganzes neues Kapitel. Ja, lass uns aber noch das eine sagen, dass das diese staatlichen Vertreter machen und Politiker und Medienvertreter, das kann ich noch verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, wie das Ärzte machen konnten. Also auch jetzt höre ich manchmal, wenn ein Patient kommt und sie schlagen ihm eine bestimmte Behandlung vor und er sagt, ich möchte die aber nicht, dann sagen sie, dann gehen sie woanders hin, dann behandle ich sie nicht. Das ist doch, wo sind wir denn gelandet? Du Unglaublich. da wirst von ihm nur noch behandelt, wenn du seine Vorstellung teilst. Also wenn du ihn sozusagen, wenn du das, was er für richtig hältst, in Frage stellst, kriegst du keine Behandlung. Die haben doch alle mal den Hippokratischen Eid geschworen oder haben die den inzwischen wieder vergessen? Ja, und das Besondere ist ja, es sind ja keine bösen Menschen, sie sind Nee, ja nee, auch nur die sind davon angstgetrieben, überzeugt, dass das richtig ist. sind aber auch von der Angst indoktriniert. Wenn sie etwas falsch machen, dann komme ich vor den Kadi und dann riskiere ich meine ganze Existenz. Also ich glaube, dass das Angstfeld sich durch die große Ärzteschaft hindurchgezogen hat, weil die soziale Fallhöhe doch so immens groß ist und die Angst davor, aus der Gruppe, der Gemeinschaft rauszufliegen. Und dementsprechend sind hier Entscheidungen getroffen worden, wo ich also wirklich fassungslos war über die 2 Jahre. Und bin da wirklich, also auch da auch Schamgefühl, also Ja, dann Fremdschamgefühl. kann man Das aber, liegt kann man gar wieder, nicht. und sollte man wieder diese Unterscheidung machen, wenn Menschen Angst haben kann, das hat das immer zwei Ursachen. Entweder das Bedrohliche von außen ist zu groß oder sie sind selbst zu schwach, um dem etwas entgegenzusetzen. Und ich fürchte, das, was du beschreibst, hat eher etwas mit der eigenen Schwäche zu tun. Also die Frage wäre, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft passiert, dass jetzt plötzlich Leute in maßgeblichen Positionen sitzen, die offenbar so viel Angst haben und so verunsichert sind, dass sie nicht mehr ihrem gesunden Menschenverstand folgen können.
Das ist, da muss ja viel passiert sein, weil das ist ja, wenn ich da 20, 30 Jahre zurückschaue, da gab es auch dumme Leute, die keine Ahnung hatten, aber solche Angsthasen gab es nicht. Nicht so viele. Absolut. Und durch alle Ja, wo kommen denn die jetzt Reihen. alle her? Und in der Presse genauso. Die Presse hat ja auch nur Angst davor, einen Fehler zu machen. Ja, Also Angst Politiker vor dem nebenbei gesagt Menschen. auch, ja, Ja. alle. Ja, und Das die ist eine Presse treibt gesunde, die Politiker vor sich her. Und die Politiker wieder sind aber auch ja nur ein Spiegel der Bevölkerung. Das heißt, ja. das Angstfeld ist ja unser eigenes Feld, mit dem wir konfrontiert sind, weil es einfach zu viele sind. Genau, und 70 du kannst, genau, und Prozent sind gefangen. du kannst dich, und da finde ich deinen Ansatz ja auch so richtig, du kannst dich aus dieser Angst ja nicht kollektiv befreien. Also du kannst es so tun, als könntest du die Welt retten und die Menschen von ihrer Angst erlösen. Das kannst du vergessen. Der Einzige, der sich von seiner eigenen Angst erlösen kann, ist derjenige, der sie hat. So, und aber damit er sich da dran macht und sich und den Mut fasst, nochmal was anderes auszuprobieren und mal zu gucken, wie weit er eigentlich gehen kann, da braucht er dieses Vertrauen. Und dieses Vertrauen kann er nur aus einer Erfahrung gewinnen, die er mit Menschen wie dir machen kann, die ihn ernst nehmen und die ihn, ja, ermutigen, sich zu öffnen für etwas, wofür ihr Herz und ihr Hirn und vor allen Dingen ihr zwei Löffel Frontalhirn vollkommen verschlossen waren bisher. Ja, also ich habe wirklich viel Leid gesehen. Bin in viele Kriegsgebiete früher gefahren, als ich noch viel aktiver war, Bosnienkrieg und so weiter. Ich habe wirklich viel Leid gesehen. Aber wie viele Menschen in den 2 Jahren zu mir gekommen sind, die haben sich ja in Norddeutschland alle bei mir gesammelt, die jetzt auch anders selbst gedacht haben, wenn sie gerne die Selbstdenker. Wie viel Leid ich gesehen habe von Menschen, die ihrer Würde beraubt worden sind, die engagierte Krankenschwestern waren, engagierte Kindergärtnerinnen, wirklich mit Leib und Seele, mit Herz dabei waren und denen plötzlich verboten wurde zu arbeiten. Ich habe selten so viel Drama erlebt und es hat mich auch, muss ich ehrlich sagen, wirklich fertig gemacht zum Schluss. Ich bin dann wirklich an meine Grenzen gestoßen, dieses besondere Leid zu sehen, diese Respekt- und Würdelosigkeit, wie man mit diesen Menschen, die einfach nur sie selbst sein wollten. Und gleichzeitig habe ich den Respekt natürlich, dass sie den Mut aufgebracht haben, dazu zu stehen und eben nicht den leichteren Weg gegangen sind. Und ich finde es so schön, dass wir aus der Schatzkiste der Weltmedizin, gerade aus der tibetischen und chinesischen Medizin, hier auch so eine kleine Unterstützung aus der Apotheke der Natur haben. Da haben wir chinesische Kräuterrezepturen, die das Erdelement stärken. Und das Erdelement, das ist so das, was einem hilft, aus dieser alten chinesischen Philosophie heraus, in sich standfester, in sich verwurzelter zu bleiben, diesen Ankerpunkt in sich immer wieder zu stabilisieren. Oder aus der tibetischen Medizin, nicht? Dieses Mittel gegen die Windkrankheit, das der Dalai Lama damals nach Deutschland, nach Europa gebracht hat, wo es darum geht, aus diesen vielen Ängsten, diesem Denken, so ein bisschen das zur Ruhe kommen zu lassen und diese andere Seite, nicht? Die wir eben im Bild gesehen haben, diese Herzensseite, dem wieder mehr Bedeutung zu geben. Weil alle diese Menschen hatten eins gemeinsam. Sie haben für sich gespürt, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich bin jetzt herausgefordert, kann ich schaffen, authentisch mit mir zu bleiben, verwurzelt stehen zu bleiben und zu sagen, dann verliere ich eben meinen Beruf. Es wird schon irgendwie weitergehen. Ich vertraue in das, was ich da in mir spüre, dass es schon ein gutes Ende nehmen wird. Und da habe ich größte Hochachtung vor den Menschen, die das 2 Jahre lang durchgehalten haben. Ja, und es ist ja auch für eine ganze Gesellschaft furchtbar, wenn es keine Menschen mehr gibt, die mit Eigensinn zu dem stehen, was ihnen wirklich wichtig ist. Die so in dieser Weise verwurzelt sind in ihrer eigenen Lebendigkeit. Und dass es da bestimmte Heilpflanzen gibt und auch verschiedene Methoden und dass die vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum kommen, das wundert mich eigentlich nicht so sehr. Aber wenn eine Gesellschaft sich so organisiert, dass am Ende derjenige, der diesen Eigensinn besitzt, ausgegrenzt wird und nicht mehr dazugehören darf, dann haben wir am Ende ja nur noch eine ganze Gesellschaft von lauter angepassten Mitläufern.
Und das ist, glaube ich, die Ursache für diese Angst, weil Mitläufer haben immer Angst. Die haben Angst, dass sie alleingelassen werden. Die haben Angst, was zu sagen, was die anderen nicht richtig finden. Die sind ja ständig in Angst. Also müssten wir auch mal gucken, wie hier in der westlichen Welt dieses, nennen wir es mal, sonderbare Mitläufertum entstanden ist. Und da komme ich dann bis runter in die Schule und stelle fest, dass ein Kind, was da nicht mitläuft, mit einer Anpassungsstörung diagnostiziert wird und am Ende auch noch mit irgendwelchen Medikamenten behandelt wird. Das heißt, wir wollen in dieser Gesellschaft keine Menschen, die, wenn alle anderen geradeaus laufen, stehen bleiben und sagen, ich laufe nicht mit. Wenn alle rechts abbiegen, die dann sagen, nee, mache ich nicht. Und das gerade in der deutschen Gesellschaft, wo wir das doch einmal hinter uns haben, da habe ich gedacht, das kann hier nicht nochmal passieren. Und jetzt stelle ich fest, wow, mein lieber Freund, also jetzt habe ich schon Mühe, wenn ich nicht das Gendern richtig durchführe. Dann bin ich schon ausgeschlossen. Ja, dann, ja, das ist furchtbar. Was für ein schönes Beispiel. Da könnten wir zwei auch einen Abend füllen. Gott sei Dank haben wir ja nun ein Geschlecht und müssen uns nicht gegenseitig. Also ja, also ist egal. Aber du weißt ja, was ich meine. Mitläufer sind sozusagen, in deiner Sprache würde das heißen, Mitläufer haben ein hochaktives sympathisches Nervensystem und der Parasympathikus liegt brach. Ich weiß nicht, ob das Beispiel von dir kam oder ob ich es woanders gelesen habe. Schneeverdeckte Straße, Autobahn, geschlossene Schneedecke und alle fahren aber hinter dem her, der die erste Spur macht. Dabei könnte man genauso gut auf der anderen Spur fahren, da ist nichts anders. Aber man fühlt sich trotzdem sicherer, wenn man auf dieser Fährte fährt, wo eben schon die Spur zu sehen ist, obwohl da der Schnee vielleicht festgedrückt und viel rutschiger ist. Aber da haben wir eine natürliche Tendenz, so der Gruppe zu folgen. Ist ja auch verständlich, weil wir soziale Wesen sind. Und es ist eben ein Grundbedürfnis, dass wir innerhalb der Gemeinschaft, in der wir unterwegs sind, in der Familie, in der Peer Group oder mit Freunden, dass wir da dazugehören wollen. Das ist, wir können nicht leben alleine. So, und Und deshalb. trotzdem sind wir die Nachkommen derer, die damals aus der Höhle rausgegangen sind. Die anderen sind in der Ja, aus Höhle der Höhle, geblieben, die sind auf aber Nummer sicher gegangen. ja, aber die, da haben sich eben einige aus der Höhle rausgetraut und die haben sich da draußen wieder zu Gemeinschaften zusammengeschlossen. Also alleine, ich habe ja so eine Akademie für Potenzialentfaltung und da ist dieser Begriff Potenzialentfaltung ja im Augenblick gerade mal wieder so inflationär, dass ihn jeder auf seine Fahnen schreibt. Und dann sage ich immer, Leute, Potenzialentfaltung geht nicht allein. Du kannst nicht dein Potenzial entfalten, wenn du außerhalb einer Gemeinschaft bist. Es geht immer nur gemeinsam miteinander. Du bist immer Teil dieser Gemeinschaft. Man könnte noch weitergehen. Du bist immer Teil dieser Natur und Teil dieses Lebens und du kannst dein Potenzial nicht entfalten auf Kosten der anderen oder auf Ja, und du Kosten der brauchst die Natur. Reibung, nicht die Ja, Reibung, das ist damit dann sich das keine, genau, das ist ausschlägt. keine Potenzialentfaltung. Das ist eine Fehlentwicklung, die dazu führt, dass du immer größere Reibungsverluste erzeugst. Also immer mehr Energie verbrauchst, um überhaupt noch auf diesen Weg weiterzukommen. Und das haben wir als Gesellschaft jetzt so, ja, vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten tapfer durchprobiert. Ja, der Ansatz ist immer, gute Miene zum besonderen Spiel zu machen. Nicht? Ja sagen, wo ich eigentlich Nein meine und damit wahnsinnig viel Energie aufzubringen, um eben weiter dazu zu gehören. So wie du ja auch in deinem neuen Buch schreibst, wir informieren uns zu Tode. Ich würde noch dahinter setzen, wir futtern uns auch noch gleichzeitig zu Tode, weil wir brauchen natürlich auch einen gesunden Darm. Weil hier die entsprechenden Dinge sich ereignen, die uns auch helfen, die Dinge wacher und klarer zu sehen. Das können wir nochmal extra drauf zu sprechen kommen. Aber es ist ja eigentlich kein Grundbedürfnis eines Menschen, Informationen zu sammeln. Das gehört ja nicht zu unseren Grundbedürfnissen dazu. Und trotzdem ist jetzt natürlich durch die sozialen Medien, durch das Handy, dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Trainingsgerät,
sind wir ja jetzt in einer Situation, wo wir so überladen sind, dass unser System da gar nicht drauf ausgerichtet ist. Aber auch wieder nur Ausdruck dieses Mangelbewusstseins, mir fehlt was und ich muss unbedingt was tun, um alle Informationen zu kriegen, um dabei zu sein und vielleicht auch gemischt mit der Angst vor dem, wie du gerade sagst, rauszufliegen aus der Gruppe, wenn ich eben hier nicht mitreden kann. Was ist so für dich die Quintessenz aus deinem neuen Buch? Das ist ziemlich umfangreich, aber dieser Aspekt, den du da nennst, das ist am Ende auch der richtige. Du bist selbst derjenige, der entscheidet, ob du in der Informationsflut absaufen willst oder nicht. Und dann ist es aber gut, wenn du dich nochmal fragst, wenn du zu denen gehörst, die ständig Informationen von anderen einsammeln. Da musst du fragen, warum mache ich denn das? Warum brauche ich so viel Information? Und dann wirst du feststellen, es geht dir gar nicht um die Information, es geht dir eher darum, dass du draußen mit den anderen Menschen mitreden kannst. Es gibt ja nichts Furchtbares, als dass man in so einer Gemeinschaft mit anderen zusammen ist oder chattet oder sich austauscht und man dann für einen Blödmann erklärt wird, weil man wieder von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Also informieren sich die meisten Menschen einfach nur deshalb über alles Mögliche, was sie gar nicht interessiert, damit sie bloß nicht in Gefahr laufen, aus der Gemeinschaft, in der sie sind, ausgeschieden zu werden. So, das ist dann der eine Grund, dann kann man nur sagen, heiliger Strohsack, ne? Also je mehr Angst die Leute davor haben, dass sie nicht dazugehören dürfen, desto schlimmer ist dann ihr Bedürfnis nach Informationen, damit sie überall mitreden können. Und die andere Seite, das sind diejenigen, die die Informationen verbreiten. Da muss man ja fragen, warum macht denn das einer? Warum verschickt der denn jede blöde Nachricht, die er kriegt, an 150 andere? Der möchte gesehen werden. Der möchte zeigen, dass er noch da ist. Der möchte auch wieder, ne, ersatzweise wenigstens dazu das Gefühl haben, er gehört dazu. Ja, du sagtest ja mal die Selbstwirksamkeit, nicht? Dieser Respekt und diese Wertschätzung, um sich selbst zu spüren, um dazu zu gehören. Aber letztendlich auch alles wieder Mangelbewusstsein. Also letztendlich kommen Ja, wir immer wieder auf dieses Bedürftigkeit. Vorsatz, diese Sie Bedürftigkeit. sind Bedürftige, weil sie ihr Bedürfnis nach gesehen werden und dazugehören und selbst was gestalten zu können, nicht stillen können. Und das sind Bedürftige und Bedürftige richten wirklich, das muss ich so hart sagen, die richten einen irrsinnigen Schaden auf dieser Welt an. Weil es denen ja immer nur darum geht, ihre Bedürftigkeit zu kompensieren. Bedürftige brauchen immer andere, weil sie sonst ihre Bedürftigkeit nicht abfangen können. Das ist der Und Kernpunkt. Ja. Deshalb, wenn es dir gelingt, jemanden aus seiner Bedürftigkeit herauszuhelfen, dass der da plötzlich kein Bedürftiger mehr ist, dann braucht er auch nicht mehr ständig andere Leute. Der kommt auch nebenbei gesagt nicht mehr so oft zum Arzt. Sondern der ist dann plötzlich bei sich angekommen und das Schöne, was man dann beobachten kann, ist, dass solche Leute in der Lage sind, statt von anderen ständig was haben zu wollen, die können jetzt was verschenken von sich. Ja, und das ist eben, was du sagst, Da sind sie auf dieses der anderen Wiederfinden Seite. der Würde, ne? Ja, da sind sie auf der Die anderen Seite. Einzigartigkeit wieder zu spüren, in dieses Füllebewusstsein reinzukommen und aus dieser Perspektive, wie du sagst, eben verschenken zu können, nichts mehr haben zu müssen, sondern geben zu dürfen, geben zu können, nichts mehr zu müssen. Und ich finde es so schön, immer wieder zu beobachten, es gibt immer mal einen von 100, der das Wort muss aus seinem Sprachgebrauch herausgestrichen hat und der nur noch von dürfen spricht. Ich darf heute Essen kochen für meine Familie. Was für ein Glück, dass ich eine Familie habe. Nicht? Ich darf Wäsche waschen. Was für ein Glück, dass ich einen Grund habe, Wäsche waschen zu können. Nicht? Also wer das Wort dürfen so automatisch in seinen Sprachgebrauch eingebaut hat und wer von sich in der Ich-Form spricht und nicht von der Mann-Form, ja, man kommt nach Hause und dann setzt man sich hin und dann macht man dieses und jenes, daran erkennt man schon so eine Tendenz, wie stark jemand in sich bei sich angekommen ist und sich seiner Einzigartigkeit bewusst geworden ist und auch dieses Geschenk des Lebens für sich wirklich wertschätzen kann. Und ich habe die Beobachtung gemacht und ich hatte dir ja mein Mantra-Buch auch geschickt, Mantra-Medizin, dass diese Form dass das eine Säule sein darf der Medizin. Denn ich bin, was ich anrufe. Nicht? Das heißt, wenn ich das, was ich sonst sende oder an Aufmerksamkeit schicke auf die vielen Dinge da draußen, die vielen süßen Verlockungen, das ist ja schön. Aber wenn ich die Aufmerksamkeit auf Gott oder auf mich, der ich ja bin, lenke auf diese Fülle dessen, was da in mir ist,
Und das mit täglichen Ritualen, mit Mantra-Ritualen festige Stück für Stück, dann beobachte ich bei meinen Patienten, damit schaffe ich Rahmenbedingungen ganz entscheidender Natur, unter denen Selbstheilung besser gelingen kann. Und ich hoffe da oder beobachte, dass ich da den Patienten eine Anleitung zur Selbsthilfe geben kann, die dann begleitet mit Naturmedizin, mit Akupunktur, mit Aufbauinfusionen, ihnen dann doch hilft, mehr bei sich anzukommen und das Leben durch eine neue aus einer neuen Perspektive zu sehen, sich selbst aus einer anderen Perspektive eben wahrzunehmen, in dem Sinne, wie du sagst. Ja, ich habe da dieses Bild, dass wir alle im Laufe des Lebens lernen, so eine bestimmte Rolle zu spielen. Also das sind dann diese Lösungen, die wir finden. Und dann sind wir auf der Bühne des Lebens, was weiß ich, Macbeth. Mhm. oder Ödipus oder keine Ahnung. Irgendeine Rolle spielen wir dann da oben oder irgendein so ein König oder ein Bettler. Und dann spielen wir diese Rolle und dabei passiert es sogar Schauspielern bisweilen, dass die sich selbst mit dieser Rolle verwechseln. Mhm. Und das ist eine der größten Gefahren in der Schauspielerei, dass man sich so sehr mit der Rolle identifiziert, dass man da nicht wieder rauskommt. Dann wird man seiner Rolle immer ähnlicher. Auch im realen Leben. So, und wenn man sich so mit seiner Rolle, die man gefunden hat oder die man übernommen hat oder die man könnte es auch anders sagen, wenn man sich so sehr mit den Lösungen, die man im Laufe deines Lebens gefunden hat und mit den Vorstellungen identifiziert, dass man da drin gefangen ist, dann ist alles eine Riesenhilfe, was dazu beiträgt, dass man das Türchen wieder aufkriegt und man sich neben sich stellen kann, angucken kann und sagen, aha, das ist der Gerald Hüther, der die Rolle spielt, die er manchmal spielen muss. Das macht er auch ganz ordentlich. Aber das ist nicht Gerald Hüther. Das ist nur das ist die Rolle. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich mich selbst mit der Rolle verwechsel, die ich spiele, dann bin ich verloren. Weil dann spüre ich mich nicht mehr. Dann habe ich keinen Kontakt mehr zu mir. Dann bin ich sozusagen mir selbst fremd geworden. Und deshalb ist alles, was dazu beiträgt, und das machst du ja auch mit deinen Mantraübungen und was immer du da den Menschen so mit an die Hand gibst, das trägt dazu bei, dass die sich wieder selbst wahrnehmen und sich aus diesem Rollenverständnis, in das sie geraten sind, aus diesen Objektrollen, die sie übernommen haben, befreien. Ja, und ich bin es als Patient, der selbst die Lösung herbeiführt, der erkennt, dass ich alles in mir trage. Ich brauche nicht eine Impfung, eine Medizin, einen weißen Kittel, der noch so lang sein mag, der mir sagt, was ich zu tun habe, sondern ich kann es aus mir selbst herausschöpfen. Und gerade im Innehalten geben wir dem, ich nehme mal so gern das Wort Vagusnerv, weil es einfach so ein Begriff ist, der steht so für dieses ganze System der visionären Kraft, die da in uns drin ist. Und ich sage mal, umso stärker der Vagusnerv ist, umso mehr schaffen wir Rahmenbedingungen, dass auch eine neue Idee entstehen kann, eine Vision, eine beste Version von uns oder eine Möglichkeit, dass Transformation in der Weise geschehen kann, dass ich mich einfach nur wieder erinnere. Ne? Erinnere, wer ich wirklich bin, so wie du es immer so schön sagst, mit der Kindheit, wo noch alles so frei und leicht war. Und wenn es Menschen gelingt, sich überhaupt zu erinnern an irgendetwas, was ihr Herz mal geöffnet hat, nicht? Wenn es ihnen möglich ist, eine Situation wieder ins Bewusstsein zu rufen, wo einfach das Nervensystem sich geöffnet hat, im Moment der Verliebtheit oder der leidenschaftlichen Aktivität für irgendetwas, dass das etwas im System verändert. Da entsteht wieder neuer Geschmack, ein Appetit auf der Zunge oder wie ihr vielleicht sagen würdet in der Neurophysiologie, ein Synapsenhunger, eine bestimmte Erfahrung wieder machen zu dürfen. Und das ist plötzlich das Wesentliche hinter all dem scheinbar täglich so Wichtigen. Und wenn dieses Wesentliche dann mehr hervortreten kann, dann glaube ich, hat ein Mensch einen großen Schritt für sich gemacht. Das ist Synapsenhunger. Wenn wir das mit dem 2 Esslöffel Frontalien nochmal durchspielen, wo die Vorstellungen sitzen, heißt es, das ganze Hirn hat Hunger nach Einheit, nach Verbundenheit, nach Nähe, nach Kohärenz.
Und das wäre immer, wenn du das findest, dann ginge dein Vagusnerv an und stützt das. Und das ganze Hirn hat Hunger, aber nur dieses Frontalhirn mit seiner dusseligen Vorstellung, die da heißt, ich muss jetzt noch dieses und jenes, damit ich meiner Vorstellung gerecht werde und die Anerkennung der anderen finde, die ich suche. Diese zwei Esslöffel Frontalhirn, die treiben dich dann an und führen dich dahin, dass du dich über diese anderen Bereiche einfach hinwegsetzt. Also die zwei Esslöffel Frontalhirn haben Synapsen, die sind dann, wenn du in dieser Bildbetrachtung bleiben willst, die sind gierig. Mhm. Ja, die haben keinen Appetit und keinen Hunger, die sind einfach nur gierig. Wenn die nicht genug davon kriegen, ist... Wenn die sich nicht austoben können und den Menschen irgendwo hinjagen können, als Opfer seiner eigenen Vorstellung, geht es denen nicht gut. Naja, auch. Das ist aber, war das, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, das ist so furchtbar, dass wir immer noch bis heute es fertigbringen, unsere Kinder dazu in eine Situation zu bringen, wo dem nichts anderes übrig bleibt, als ihr Denken, ihr Fühlen und ihr Handeln voneinander abzutrennen. Das ist der entscheidende Schritt, wo du, wenn du das Denken von deinem Fühlen abtrennst, dann kannst du plötzlich Vorstellungen herausbilden und nicht mehr spüren, was das für dich wirklich bedeutet. Weil du spürst dich nicht mehr. Die Vorstellung ist dir wichtiger. Es ist dir wichtiger, jetzt Mama alles recht zu machen und später deinem Chef alles recht zu machen oder deiner eigenen Vorstellung gerecht zu werden, als alles andere, was es noch so im Leben geben könnte. Ja, wir sprechen ja auch, oder Dr. Nehls hat mal diesen Begriff des Frontalhirn-Akkus in die Welt gebracht. Nicht? Die erschöpfte Gesellschaft und der Frontalhirn-Akku, der jetzt in die Reservezone gerät, weil eben irgendwann genug ist und jetzt nicht mehr ausreichend auch Kraft mehr da ist. Und das sehe ich ja bei vielen Menschen. Sie sind einfach müde davon, immer dasselbe zu machen. Ja, aber das ist ein Teil dieser Burnout, nennt man das ja nur heute, aber früher hat man das Depression genannt. Und das Kennzeichen dieser depressiven Lage, in die man da geraten kann, ist das, die ist übrigens in dem bildgebenden Verfahren, sieht das so ähnlich aus wie Trauer. Und nur bei der Depression ist das festgefroren. Und das ist gekennzeichnet dadurch, dass im Frontalhirn sozusagen nichts los ist. Hypoaktivität im Frontalhirn, man kriegt das Frontalhirn nicht hoch, deshalb kann man auch keine Handlung mehr planen und sowas. Und unten in dem Striatum und im Mittelhirn, in den tieferen Bereichen, ist zu viel los, aber nichts davon kann sich umsetzen. Dadurch haben die Leute eine innere, totale Unruhe und trotzdem eine völlige Gleichgültigkeit oder so ein Gefühl, dass das Leben alles keinen Sinn macht und dass das alles furchtbar ist. Und das ist schon ein sehr häufiges Phänomen, was sehr viele Menschen haben. Und was ich da beobachtet habe, ist, dass das vor allen Dingen dann eintritt, nicht solange einer sich noch erfolgreich anstrengt, sondern wenn ein Mensch merkt, dass er trotz seiner Anstrengung die von ihm eigentlich erhoffte Anerkennung nicht findet. Also du hast dich die ganze Zeit hergegeben, hast alles so gemacht, wie du wolltest und dann kriegst du mitgeteilt, dass du nicht für die höhere Position vorgesehen bist. Das dauert dann noch 3 Wochen und dann hast du einen Burnout. Mhm. Wenn du die höhere Position gekriegt hättest, hättest du weitergemacht und hättest dann diesen Sympathikus-Junkie abgegeben, von dem du beschreibst, der dann erst am Herzinfarkt zugrunde geht. Exakt. Ja, das kann man sich aussuchen, was man gerne haben möchte. Ja. Ich glaube, Goethe sprach in dem Zusammenhang von der gesunden Depression. Ja, es zeigt ja auch schon dieses Bild bei der Trauer. Wenn ich Trauer habe, ist das eine natürliche Reaktion, dass ich mich aus dieser Welt erstmal zurückziehe und mich wieder sammle. Und dann gibt es aber Situationen, wo Menschen sich so sehr aus dieser Welt verabschieden, dass das Hirn sich nicht wieder einschaltet und die nicht wieder zurückkommen von alleine. Und da muss man dann irgendwie denen helfen, wieder zum Leben zurückzufinden. Mhm. Mit Medikamenten, glaube ich, ist das nicht so die optimale Lösung. Das merken auch die behandelnden Ärzte inzwischen, dass man Depressionen nicht so gut mit Medikamenten behandeln kann. So, hast du da schon einen kennengelernt, der das schon festgestellt hat? Ja, also zum Beispiel gibt es richtige schöne Studien, die zeigen, wenn man mit den depressiven Patienten jeden Tag eine Stunde im Park rumrennt,
hat das eine starke antidepressive Wirkung. Das glaube ich ja, sofort. Wunderbar. Aber das ist, die schon begriffen haben, wenn man noch ein bisschen mit ihnen reden würde und singen und tanzen würde, hätte das auch alles noch eine großartige Wirkung. Aber dafür hat eben unsere gegenwärtige Medizin keine Zeit. Ja. Ja, das ist schnell eine Pille reingeschoben, als dass man mit dem Patienten, der dann auch gar keine Lust darauf hat, in den Park geht. Manche kriegt man ja kaum noch im Park. Da muss man sich wirklich Mühe geben. Da muss man eine Beziehung aufbauen. Da muss man dem das Gefühl geben, dass man es gut mit ihm meint. Da muss der Vertrauen zu einem fassen. Und dann kommt er auch mit. Aber das braucht alles Zeit. Das kann man nicht hier in einer Viertelstunde machen. Naja, und der Patient sucht sich ja auch den Arzt aus, der ihn entsprechend schnell bedient, so wie er es gern haben möchte. Und ja, manche Patienten haben es ja auch so, dass wir dann die Pille doch lieber dem längeren Gespräch, das ja auch mühsam sein könnte, der Pille dann doch den Vorzug geben. Und ich finde es immer spannend, wie glücklich Menschen in der Intransparenz leben. Also wenn ich sage, wir gucken uns erstmal den Beipackzettel an, bevor wir ein Medikament verschreiben, dann sagen die meisten, bleiben Sie mir bloß weg, das will ich gar nicht wissen. Sage ich, nein, wir sind als Gesellschaft heute so weit, dass wir wissen müssen, was wir machen und auch welche Konsequenzen unser Tun hat, wenn wir so eine Tablette einnehmen. Das heißt, das muss erst gemeinsam durchgegangen werden, um dann zu entscheiden, will ich den Cholesterinsenker wirklich nehmen oder bin ich bereit, vielleicht an meinen Ernährungsgewohnheiten mal aus dem Gewohnten auszusteigen. Ja, das bestätigt ja das, was mich so seit einiger Zeit auch immer wieder trägt und mir hilft, vieles zu verstehen. Es gibt also eine Grundtendenz im Bereich des Lebendigen, nämlich dass jedes lebende System, also auch mein Hirn, ständig versucht, die Beziehungen seiner Konstituenten, also aller Beteiligten, das wären in meinem Hirn die Nervenzellen, in der Gesellschaft wären das die Menschen. Jedes lebende System versucht, die Beziehungen seiner Mitglieder so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie aufgebracht werden muss. Ja. Also das soll immer gut zusammenpassen. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Das ist kein Zauber. So, und wenn das nicht gelingt, dann zerfliegt das System. Das heißt, das Hirn ist ständig von alleine bemüht, Energie zu sparen. Und was ist denn das, wenn du dem Patienten, der jetzt also irgendwas hat, wenn du dem sagst, jetzt lesen wir erst noch den Beipackzettel an und gucken uns an, was da alles an Nebenwirkungen auftreten kann. Da kriegt der Panik durcheinander ins Hirn. Da kommt die Ruhe sozusagen, die ist nicht mehr da. Es wird inkohärent und braucht einen Haufen Energie. Und dann ist es besser, er schmeißt den Beipackzettel gleich in die Ecke und frisst die Pille. So, das ist die einfache Lösung. Ja? Aber das ist natürlich ein Patient, der sozusagen sich über die langfristigen Folgen seines Handelns keine Gedanken macht. Wenn er das täte, würde er sich sagen, okay, das ist jetzt interessant, dass ich jetzt so ein Medikament kriege. Jetzt möchte ich erst mal gucken, wie das wirkt und was das eigentlich macht und was da noch alles so auftreten kann. Und dann entscheide ich, ob ich das nehmen möchte. So, da brauchst du aber einen Patienten, dem es wichtiger ist, selbstbestimmt sein Leben zu gestalten, als schnell wieder Ruhe in die Birne zu kriegen. Und die meisten Menschen wollen schnell wieder Ruhe in die Birne kriegen. Sie setzen sich vor dem Fernseher und dann lassen sich ablenken. Denn deshalb gibt es ja so viele Angebote, wie man sozusagen möglichst schnell wieder Ruhe in das Durcheinander im Kopf bringt. Ja, und genau davon kann man ja abhängig werden. Nicht? Der Synapsenhunger, ja. Ich bin abhängig davon, von meiner Körperchemie, die von mir auch fordert, im Mangelbewusstsein weiter drin bleiben zu können, im Opferbewusstsein würde ich sogar sagen. Ich bin Opfer meiner Umstände und bediene diese Opferumstände immer weiter. Und ich fand es, als du das früher zum ersten Mal irgendwo formuliert hattest, war das für mich einer der ganz großen Highlights, als du eben genau das sagtest, der Grund, weshalb wir im Gewohnten so gerne hängen bleiben, ist einfach der, weil unser Gehirn will Energie sparen. Nach dem Motto, lieber im Gewohnten leiden,
Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Satz, lieber im gewohnten Leiden, als etwas zu verändern. Die Körperchemie gewöhnt sich ans Leiden. Die Synapsen werden hungrig, diesen selben Botenstoff immer wieder spüren zu dürfen. Und so bin ich gefangen im Opferbewusstsein, im Mangelbewusstsein und bin dementsprechend ständig wie ein Hamster im Rad am Laufen, um das zu kompensieren, was, wie du eben sagtest, Leid auslöst und für die Welt insgesamt keine große Freude ist, um es mal milde auszudrücken. Ja. Und unter diesen Bedingungen kann eben das nicht geschehen, was eigentlich Gesundheit ausmacht und auch was jeden glücklichen Menschen auszeichnet, nämlich dass er mit spielerischer Leichtigkeit immer wieder ausprobiert, wie etwas geht. Das ist was anderes, als im Hamsterrad durchdrehen zu müssen. Und diese spielerische Leichtigkeit kann ich ja nur für mich selbst entdecken, indem ich mir die Freiräume verschaffe. Das kann kein anderer für mich machen. Und wenn ich diese spielerische Leichtigkeit wiederfinde, dann findet auch mein Selbstheilungssystem im Hirn und im Körper wieder zu dieser Fähigkeit zurück, nämlich dafür zu sorgen, dass alles ordentlich aufeinander abgestimmt ist und gut miteinander harmoniert, also kohärent ist. Wenn ich oben im Hirn Inkohärenz habe, brauche ich mich nicht zu wundern, dass über kurz oder lang der ganze Körper in Inkohärenz ist. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann an irgendeiner Stelle irgendwas kaputt geht in dieser Art von gestörten Beziehung. Also ich halte fest, die Authentizität, dass ich mich meiner Einzigartigkeit bewusst bin, dieses Füllebewusstsein, die Dankbarkeit, die ich dann zum Ausdruck bringe, indem ich sehe, was ich alles darf, was ich haben und sein darf, als Grundlage, um diese Herz-Hirn-Kohärenz herzustellen, die mir dann ja Gefühle immer wieder Peaks bringt von Freude, von Leidenschaft, von Begeisterung und die wiederum neue Begeisterung nähren kann, wenn es mir gelingt, mehr auf mein Herz zu hören, mich immer mehr rauszuschälen, immer mehr die Fesseln zu sprengen von den Konditionierungen, von den Gewohnheiten, von dem Synapsenhunger, der immer mehr vom selben will, weil er einfach spürt, damit spare ich mehr Energie. Denn wenn ich was verändere, wenn ich was Neues mache, auf eine neue Bahn einsteige, dann ist der Energieverbrauch nicht berechenbar und davor hat das System natürlich Höllenrespekt, so habe ich dich damals verstanden. Ja. Ja, gut, zum Abschluss die Frage, was ist deine persönliche, wofür brennst du jetzt? Was ist so dein das Ding, was dich im Moment am meisten anmacht? Was ist dein Lebenswunsch? Was ist dir so ganz wesentlich jetzt für dich, wo du jetzt gerade stehst? Ich habe in diesen letzten 2 Jahren gelernt, zurückzutreten. Ich bin sehr viel mehr zu einem Zuschauer geworden, habe das häufig das Gefühl gehabt, ich bin im Theater und gucke mir eine Vorführung an, wenn schon wieder der Gesundheitsminister irgendwas Neues verkündet oder die Medien irgendeine neue Sau durchs Dorf treiben. Das habe ich mir angeguckt wie Theater und ich muss ehrlich sagen, ich bin furchtbar erschrocken über die Absurdität dieses Theaters. Und deshalb habe ich für mich beschlossen, dass ich mich mit Menschen zusammentue, die dieses Theater nicht mitspielen und dass ich Räume aufsuche, wo dieses Theater nicht gespielt wird. Und das ist für mich die Natur. Ich bin sehr viel draußen. Ich bin ja gelernter Biologe und habe deshalb eine ganz besondere Beziehung zu diesem Lebendigen und erlebe mich auch als Teil dieses Lebendigen. Also das heißt, wenn ich da draußen im Frühling auf dem Gänseblümchen herumlatsche, ist das nicht so, dass ich da einfach nur so eine Handlung vollziehe, sondern ich habe das Gefühl, ich tue mir selber weh damit, weil das Gänseblümchen ist Teil von mir. Das hört sich ganz komisch an, das kann ich keinem richtig erklären, aber wenn man diese Art von Eingebundensein in das Lebendige in sich spürt, dann ist jeder Eingriff in das Lebendige, wo man Lebendiges blockiert oder schädigt, eine Selbstschädigung. Zumal du ja das Gänseblümchen selbst bist. Ja, in dem Fall. Aus der Metaperspektive. Ja. Also da bin ich jetzt im Augenblick sehr, sehr glücklich damit. Bin auch nicht geimpft und habe kein Corona gehabt und habe mir das eben alles von außen angeschaut
ich weiß jetzt nicht so richtig, wie diese Gesellschaft wieder zurückfinden möchte und wie die das schaffen soll. Wieder dorthin zurück, wo sie herkommt, geht ja auch nicht, so kann es ja auch nicht weitergehen. Und ich erlebe im Augenblick großartige Suchbewegungen und die weiß ich, aber kann ich nicht beeinflussen, sondern das ist dann eine Frage, ob immer mehr Menschen reif werden und das in sich herausbilden, was der Kant eben Ausbruch oder Austritt aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit genannt hat. Das ist ein Bewusstwerdungsprozess und den kann man schwer beschleunigen. Und der braucht seine Zeit und der kann sich nur in jedem Einzelnen vollziehen. Und damit der aber günstige Bedingungen vorfindet, bist du Arzt in dieser Weise, wie du Arzt bist. Und ich bin Hirnforscher und Lernforscher und habe dann eben diese Akademie gegründet, wo wir beispielhaft zeigen, wie es geht. Also wie kann ich einem zusammengewürfelten Haufen von Menschen helfen, zu einer verschworenen Gemeinschaft zu werden, die dann auch Berge versetzt. Das ist das, was mich interessiert. Bisher passiert das immer mal, aber eher durch Zufall. Und ich glaube, dass man das nicht dem Zufall überlassen braucht, dass man das erkennen kann, was die Kräfte sind und was es braucht. Genauso wie man auch erkennen kann, was Menschen krank macht und was es braucht, damit sie wieder gesund werden. Ja, ja, an der Stelle liegt ja auch meine Leidenschaft, die Organe zu definieren, die funktionieren müssen, damit genau das gelingen kann. Ja. Nicht, wenn wir wissen, welche Kraft im Darmmikrobiom sitzt, was dort alles an Hormonen produziert wird, die für das Gehirn wichtig sind. Nicht nur Serotonin, Melatonin, was wir da alles brauchen, um klar und wach die Dinge voneinander trennen zu können. Wenn wir sehen, wie wichtig ein Omega-3-Fettsäurestoffwechsel ist. Wenn wir sehen, wie wichtig die Zirbeldrüse ist, wie wichtig die Kohärenz ist zwischen den verschiedenen Rhythmen des Körpers, die alle aufeinander abgestimmt sein möchten. Der Vagus, den sich wie ein Dirigent dieses Orchesters, über das wir jetzt diesen Abend gesprochen haben, für mich ist der sozusagen der Direktor, der schaut, dass da Gleichklang herrscht, Kohärenz herrscht und wenn da irgendwo Missklänge auftreten, dass dann Lösungswege gefunden werden, um wieder Einklang herzustellen. Und ja, ich fand unser Gespräch jetzt sehr einklingend, sehr gleichklingend und freue mich, dass wir da in den Dingen so ähnlich denken. Du warst mir immer ein großer Inspirator. Und habe jedes Buch verschlungen und gerade das mit der Würde, das hat mich nochmal ganz besonders persönlich tief berührt und die Inspiration, den inneren Kompass neu auszurichten, wenn es uns gelingt, diesen Ankerpunkt, diesen Würdepunkt in uns wieder zu finden. Und das beschreibst du ja in deinem Buch um die Würde auch in sehr schöner Weise und ich habe das dann in meinem Mantra-Medizin-Buch auch dann aufgegriffen und nochmal weiter mit meinen Gedanken sozusagen beimpft. Ja, das darf ich dir aber auch gerne zurückgeben, weil ich mir sehr wünsche, dass es noch viel, viel mehr Mediziner gibt, die nicht Menschen heilen wollen, sondern die Menschen dabei helfen wollen, die in ihnen angelegten Selbstheilungskräfte zu aktivieren. So, und da gibt es wirklich unglaublich viele unterschiedliche Ansätze, um das zu tun. Und ich habe nach meinen Erfahrungen bisher festgestellt, dass an welcher Stelle man auch anfängt, wenn der Prozess erstmal in Gang kommt, läuft er von alleine weiter. Also ich kann jetzt mit der Ernährungsumstellung anfangen, ich kann aber auch meine Partnerbeziehung klären. Ich kann mich nochmal fragen, was ich für bescheuerte Vorstellungen im Frontalhirn angesammelt habe. Ich kann auch meinen Job wechseln und ich kann auch anfangen, Mundharmonika zu lernen und Bienen zu züchten. Das ist egal, wo ich anfange. Es ist immer ein neuer Anfang und jetzt kriege ich aber einen wunderbaren Abschluss für unser Gespräch hin. An diesem neuen Anfang wohnt eben ein Zauber inne. Ja, wir haben wir müssen jetzt beide zum Abschied nochmal Hermann Hesse. Ja, genau. Ich habe gerade über Weihnachten nochmal sehr Data gelesen und stelle fest, man sieht es mit jedem Jahrzehnt, wo man wieder neu reinguckt, sieht man sehr Data wieder neu und wieder, immer wieder neu. Und man hat dann natürlich Lust auf Narziss und Goldmund. Und dann geht das so ineinander über und dann weiß man auch schon, wie man steht.
und welche Stunde geschlagen hat. Ja, lieber Gerald, herzlichen Dank, dass wir wieder in der schönen Form zusammengekommen sind und ich freue mich auf unser nächstes Treffen und wünsche dir alles Gute. Dir auch. Und lass es dir gut gehen an dem See Ja. mit deiner Familie. Und Ja, alles vielen Gute. Dank. Bis zum nächsten Mal. Und,